Ich habe das Gefühl, das wird das letzte Jahr. Ich glaube, Sie wissen schon, dass Sie ein enormes Phänomen sind, mit 40 Jahren nochmal einen neuen Vertrag in der Bundesliga zu unterschreiben. Wie geht's denn damit? Sehr gut. Ich freue mich sehr, ein Jahr noch hier zu sein. Ich hoffe, können wir nächstes Jahr was Gutes tun für den Verein und natürlich unsere Ziele erreichen. Das dieses Jahr hat knapp nicht geschafft. Was hat denn bei Ihnen den Ausschlag gegeben, den Vertrag nochmal zu verlängern? Das gute Jahr, das ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich konnte ein paar Tore machen. Ich habe dem Mannschaft geholfen, wenn ich auf dem Platz war. Und das hat mir natürlich viel Kraft, wie die Fans reagieren, wenn ich reinkomme. Diese Kraft brauche ich und ich glaube, die Mannschaft auch. Und ja, habe ich mit dem Trainer gesprochen und haben wir uns geeinigt, dass ein Jahr genug. Ein Jahr noch, das heißt, danach ist Schluss? Ich glaube schon, aber... Wenn ich das jetzt sage, dann, wenn was anderes passiert ist, es ist schwer hier zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das letzte Jahr. Weshalb? Weshalb ist dieses Gefühl da? Weil ich glaube, es ist genug auch. Ich wollte noch immer gesagt, ich habe immer gesagt, dass ich will Fußball spielen, wie mein Körper das sagt, aber ich glaube, nächstes Jahr wird auch so ein Moment, dass das Ende zu machen. Hätte es jetzt aktuell noch eine Alternative zu Werder Bremen gegeben, einen anderen Club zum Beispiel? Da war ein paar Interessen die letzten 3 Tage, aber meine Priorität war natürlich Werder. Ich wollte mit Werder zuerst sprechen und das brauchte die andere auch gar nicht hören, weil wir haben so schnell uns geeinigt und ja. Okay, besten Dank.